Nachdenkseiten. Die kritische Website. Israelische Soldaten als Ärzte verkleidet verüben gezielte Tötungen. Was sagt die Bundesregierung? Von Florian Warwick. Verkleidet als Ärzte, Frauen und Krankenpfleger drangen israelische Spezialkräfte am 30. Januar in ein Krankenhaus in Jenin im besetzten Westjordanland ein und töteten nach eigenen Angaben 3 dort behandelte Palästinenser, denen sie Nähe zur Hamas und islamischer Dschihad vorwarfen. Auf der Bundespressekonferenz wurde die Bundesregierung gefragt, ob sie dieses Vorgehen Israels als vom humanitären Völkerrecht gedeckt betrachtet. Die Antwort des Auswärtigen Amtes zeugt von der ganzen Malaise der regierungsamtlichen Kommunikation in Bezug auf Israel. Vorgetäuschtes Nichtwissen verbunden mit Völkerrechtsinterpretationen nach Gutdünken. Nach den O-Tönen erfahren Sie noch einiges zum Hintergrund. Ja, ich würde es trotzdem noch mal versuchen. Jetzt haben ja auch israelische Regierungsmitglieder dieses Video, das wird Ihnen vermutlich auch bekannt sein, geteilt, wo man deutlich sieht, dass israelische Soldaten, die wurden auch als solche bezeichnet, auch von der israelischen Regierung, verkleidet als Ärzte, Krankenpfleger und Zivilisten in dieses Krankenhaus eingedrungen sind in Jenin. Sieht die Bundesregierung dieses Vorgehen, Soldaten als Mitarbeiter eines Krankenhauses zu verkleiden und dort auf gezielte Tötungen hinzuschicken, gedeckt vom humanitären Völkerrecht? Grundsätzlich, egal ob Israel oder Ukraine. Wie gesagt, es kommt in diesen Dingen immer auf den Einzelfall an. Und die umfassende Kenntnis des Einzelfalls fehlt, kann ich Ihre Frage nicht beantworten. Ganz kurz. Zusatz. Das heißt, um Sie richtig zu verstehen, dass die Bundesregierung es grundsätzlich unter Umständen als legitim ansieht, dass Militärangehörige sich als Krankenhausmitarbeiter verkleiden, um Menschen zu töten? Das würde erstmal voraussetzen, dass es zum Beispiel Militärangehörige und nicht Geheimdienstmitarbeiter gewesen sind. Und auch diese Kenntnis liegt mir nicht vor. Ich glaube, Herr Warwick, es ist schwierig, sozusagen hier von dieser Bank ein abschließendes Urteil über diesen Fall zu fällen. Die Unterstellung, die Sie in Ihrer Frage hatten, würde ich mir auch nicht zu eigen machen, wie gesagt. Was war die Unterstellung? Naja, dass es sich zum Beispiel um Militärangehörige handelt. Das ist etwas, was ich von hier aus nicht abschließend beantworten kann. Ja, das hat die israelische Regierung selbst gesagt. Ja, ich habe Ihnen ja auch noch eine andere Möglichkeit genannt. Herr Jung. Herr Fischer, es gab ja eine Mitteilung der Armeeführung. Hintergrund. Am 30. Januar um 8.30 Uhr veröffentlichte der Minister für nationale Sicherheit Israels, Ben Gvir, Aufnahmen von den Überwachungskameras des Krankenhauses in Jenin. Darauf sieht man, wie rund ein Dutzend bewaffneter Personen das Krankenhaus stürmen. Einige verkleidet mit weißen Ärztekitteln oder blauen Pflegekasaks, andere gaben sich als Zivilisten aus, vornehmlich als Frauen mit Hijab und Abaya verkleidet, darunter einer mit einem Auto-Babysitz, in dem sich sichtbar weitere Waffen befinden, und einer mit einem zusammengeklappten Rollstuhl. Dazu schrieb der israelische Minister für nationale Sicherheit, der in einer der völkerrechtswidrigen Siedlungen in der Westbank in der Nähe von Hebron lebt und 2007 wegen Rassismus und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung rechtskräftig verurteilt worden war: Ich gratuliere den Streitkräften zu ihrer beeindruckenden Operation gestern Abend in Zusammenarbeit mit Shin Bet, israelischer Inlandsgeheimdienst im Flüchtlingslager Jenin, die zur Eliminierung von 3 Terroristen führte. Lassen Sie alle unsere Feinde wissen, dass unsere Streitkräfte alle Mittel einsetzen werden, um unsere Bürger und den Staat Israel zu schützen. Zitat Ende. Zudem gibt es auch offizielle Berichte des israelischen Militärs IDF und auch entsprechende Aussagen eines israelischen Militärsprechers gegenüber dem US-Sender CNN. Das heißt, die Aussage des Sprechers des Auswärtigen Amtes, es gäbe keine Belege, dass die israelische Armee für die gezielten Tötungen verantwortlich gewesen sei, ist so nicht haltbar. Und da man davon ausgehen kann, dass die genannten Stellungnahmen der IDF und des Ministers für nationale Sicherheit vom 30. Januar am 31. Januar um 13 Uhr zu Beginn der Bundespressekonferenz auch dem Auswärtigen Amt schon vorlagen, ist hier wohl mutmaßlich von vorgetäuschtem Nichtwissen des Auswärtigen Amtssprechers Fischer auszugehen. Laut Angaben des Krankenhauses hätten die 3 getöteten Männer zum Zeitpunkt des Angriffs geschlafen und seien dort auch tatsächlich behandelt worden. Einer der Getöteten wurde von der Hamas als Mitglied identifiziert. Die anderen beiden wurden vom islamischen Dschihad als Sympathisanten bezeichnet. Laut Hamas-Darstellungen seien alle 3 Kämpfer der sogenannten Jenin-Brigade, einer Gruppe bewaffneter palästinensischer Einheiten im von Israel völkerrechtswidrig besetzten Westjordanland.
Der Verweis auf die zum Zeitpunkt der Tötung erfolgte medizinische Behandlung im Krankenhaus ist kein geringes Detail in der völkerrechtlichen Bewertung des Vorfalls. Denn wie beispielsweise der Völkerrechtler Aurel Sarri von der Universität Exeter in Großbritannien erklärt, könne die Ermordung im Rahmen des Völkerrechts unter Umständen tatsächlich zulässig sein, wenn sich die Männer als Terroristen dort wirklich nur versteckt hätten. Wären sie aber nachweislich als Verletzte im Krankenhaus in Behandlung gewesen, so würde laut Sarri ihre Tötung höchstwahrscheinlich ein Kriegsverbrechen darstellen. Der Aufenthalt in einem Krankenhaus garantiere ausnahmslos allen Patienten das Recht auf Schutz und Unversehrtheit. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.